seiner, das ist seiner, das ist seiner. Das ist seiner. Der müsste theoretisch noch irgendwie nach da. So, jetzt kann ich mit meinen hier mich nicht wegbewegen. Nur der hier kann gehen. Du hast mehrere zur Auswahl, welche in die Mitte, welche du in die Mitte machst. Stimmt, da habe ich eine Auswahl. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich nur noch da gehen. So, jetzt könnte ich den, den, den oder den in die Mitte packen. Seine Spielfiguren sind die, die, die und die. Das habe ich mir einfach gemerkt. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem in die Mitte in der Hoffnung, dass die hier irgendwie zusammenziehen. Quark schlägt vor den oberen. Okay, ich mache aus Quark halt. Das sind seine, das sind seine. Jetzt habe ich mehrere Züge zur Auswahl. Ich kann entweder mit meinem eigenen Stein zur Seite gehen oder mit dem zurück in die Mitte, zurück nach außen. Er kann nur dahin gehen, richtig. Das, das seiner, das, das seiner. Er ist jetzt maximal verteilt, oder? Die zwei, der und der. Oh ja. So. Welches ist jetzt meiner? Die drei sind schon mal seine. Nur der da ist noch ein Auswärtiger. Die zwei sind seine, die zwei sind seine. Geh weg. Ich brauche das andere Spiel. Das waren 300 Goldmünzen. Raus. Raus. Ich kann es nicht auf den Grafikglitch schieben. Man kann das Spiel auch gewinnen, wenn man sich halt merkt, wo die Figuren sind. Aber ich finde das nicht so leicht zu durchschauen und nicht so erkennbar. Ah, deswegen suche ich mir lieber eine andere Stadt und hoffe, dass sie da bessere Bretter haben. Geh einfach Dörfer plündern. Mountain Bandits, stopp, die nehme ich mit. Na, wieder zu schnell, oder? Ja. Dörfer plündern kann ich aber nur in anderen Reichen. Das kann ich nicht bei uns zu Hause machen. Das ist kein Glücksspiel, das ist richtig. Das andere auch nicht. Das heißt, man kann somit durchgehend Geld verdienen, wenn man nur gut genug ist. Das ist dasselbe Spiel wie eben, ne? Anscheinend haben die alle dasselbe Spiel. Hast du gerade Geld bekommen? Habe ich? Weiß ich nicht. Also ich krieg 200 vom König, aber das reicht halt bei weitem nicht. Ich habe eine Burg. Ich habe eine Burg. Ich habe eine Burg. Ich habe eine Burg. Wieso habe ich eine Burg? Also ich habe gesehen, dass sie erobert wurde. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich die bekomme. Ja, wir kriegen jetzt 966 Gold pro Dingens. Wie das? Das ist wie im ersten Teil. Wenn eine Fraktion eine Burg oder eine Stadt erobert, dann wird geguckt, wer ist in dieser Fraktion und wer hat noch kein Land. Und ich bin wohl der Einzige ohne Land. Deswegen habe ich die Burg bekommen. Die wird jetzt aber im Feindesland liegen, weil sie da erobert wurde. Und zwei Dörfer, ja. Geil. Geil, geil, geil. Wo bist du? Signed Governor. Du. Wo ist das? Off Castle. Warum sind die da alle markiert? Also ist noch von der Suche. Tipp, 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 tipp. N. Settlements. O. V. Ja, hier oben im Grenzbereich.
Aber es ist putzig. Hinder. Burg habe ich gefunden. Ja. Danke, Quarks. Ja, nice. Wir sind ab sofort Burgbesitzer. Und haben jetzt ein positives Einkommen. Ja, 658. Wow, geil. Haben wir da Leute drin? Da haben wir bestimmt Leute drin, oder? Oh, wir müssen sie verteidigen. Moment, ist der Krieg? Pause. Wir sind im Krieg mit dem westlichen Imperium. Das ist der Adler mit dem Schwert, nicht der Adler mit den Adlern. Die da. Ja, wir sind mit dem Krieg. Aber die sind eigentlich mehr hier unten als da oben. Du hast da Kohle übersehen, ja. Ohne Burg, hä? Aber ist eine Strecke da hinten. Jo. Aber ist das schick, jetzt trudelt das Gold richtig rein. Wir müssen nichts dafür tun. Die Burg und die Dörfer kann man auch ausbauen. Also konnte man zumindest im ersten Teil und bei Mu habe ich da auch was gesehen. Das ist super heute. Schöne Spenden, ganz viele Subscriptions verschenkt. Mu hat mich gehostet. Burg bekommen. Alles super. Hype, hype, genau. Achso, und ich bin wieder gesund, ja. Das ist auch vorteilhaft. Da helfen wir mal. Mögen die uns noch mehr? Help mit 80 gegen 10. Send Troops. Ui, ich habe 7 verloren. Ja, bitteschön, gern geschehen. Haben wir einen Adel? Ist Gilman ein Mensch oder bist du eine Einheitsart? Weiß ich nicht. Sea Raider? Nein, danke. Eventuell eine andere Truppe rufen und deren Leute in die Burg zum Verfrachten als Garnison. Tier 3 Reiter. Achso, ist anscheinend eine Standardeinheit. Okay. Die da will ich nicht, nein. Ich traue dem Schild da nicht mehr. Ich nehme das mit denselben Stats, das nur, ja. Rest kommt mit. Dann. So, der Vorschlag mit den Leuten holen ist gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist nur, ich kann sie halt immer noch nicht selber. Oh. Wir haben eine Garnison von 42 Mann, von 303 möglichen. Also müssen da noch gut was reinstecken. Ja, wir können die allerdings nicht befehligen. Wir können sie disbanden. Ah ja. Wenn wir es auflösen, mergt es entweder mit unserer Truppe oder einer anderen Party. Oder sucht die nächstgelegene Fraktionssettlement und wird Teil der Garnison. Die Frage ist nur, wird es Teil unserer Garnison oder von einfach irgendjemand aus unserer Fraktion? Das wäre halt nicht so toll. Ja, muss ich. Ruf sie zu dir. Hast genug. Was habe ich genug? Wie rufe ich sie zu mir? Können wir eine Armee starten. Atte meint irgendeiner, da ja nächste Siedlung. Ja, also die wird in irgendeinem anderen Lord den Gefallen tun, da die Leute hinzustellen. Also damit könnte sie zu mir holen, damit würden wir quasi eine Armee gründen. Nee. Party hat weniger als 40% ihrer Maximalgröße. Kann ich also doch nicht rufen. Aber das scheint die einzige Kontrollmöglichkeit zu sein, die ich habe.
was schon mal nicht ganz so pralle ist. So, sagen wir jetzt mit den Dörfern hallo und rekrutierende Leute. Sea Raider, die waren früher richtig geil, um guten Loot zu bekommen. Und da waren auch zwei Quests hier. Ich greife mal kurz nicht an, weil ich keine Einheiten verheizen will gerade. Essen haben wir genug? Essen haben wir genug. Oh, da ist ein Hideout, das sollte ich auch platt machen. Burg. Wie viele Truppen kannst du Max haben? Ich kann gerade 74 Max haben. Und ich habe 67. Manage Garrison, Manage Castle. Tech Tree. Das ist toll. Das ist echt toll. Das hat früher gefehlt. So, wir haben eine Mauer. Wir. Wo stehen die Kosten dafür? Minus heißt, wir haben das schon, oder wie? Wir können Moral erhöhen. Wo ist die Moral? Ist Moral Loyalität? Da steht Moral. Wahrscheinlich. Wir können für mehr Essen sorgen. Ich will eher für Militia. Quique. Unendlich, das da. Und da stehen die Kosten, also rechts unten. Wo? Muss das dafür weg? Production Cost, 52 Ziegel. Daily Production, 10 Ziegel. Wie viele Ziegel haben wir? Es kostet einfach nur Production-Punkte, die generiert werden, kein Gold? Oh, sie meinen, der schreit halt. Ja, ja, ich mache nichts. Wahrscheinlich brauchen wir erstmal das Ding da. Hm? Plus, da ist ein komisches anderes Ding. Mit Gold kannst du boosten. Ja, aber ich muss es nicht. Das ist schon mal sehr gut. Ich sollte durchgehend was laufen lassen. Kilns, dann mehr Ziegel, sagt Ozymandias. Lime Kilns, hier. Kilns sind Brennöfen, ne? Was ist das Plus und was ist das da? Ich hab's einfach mal gebaut. Guten Abend, Krabken. Also wir bauen jetzt die Kilns, die sorgen dafür, dass wir wesentlich mehr Village Production haben. Dauert jetzt aber auch 39 Tage, 37 Tage. Ich könnte es boosten. Für einen Tag boosten kostet 500 Goldmünzen. Ja, nö. Das lasse ich erstmal. Also wir bauen die Kills und danach Training Fields. Anscheinend gibt es davon noch mehrere Stufen. Warum nicht boosten? Hast doch Einkommen an Geld. Ja, aber ich brauche auch. Ja. Ich kann ja mal für 3 Tage boosten. So. Jetzt macht er selbstständig. Also es tickt ja jeden Tag. Oh. Wir kriegen nur 84 plus. Stopp. Da ist eine Karawane von Feinden. Die langsamer ist als wir. Nicht viel, aber einen Dicken.
hau den Hideout weg, immer auf dem Rückweg. Bleib stehen, du Lump. Das dauert viel zu lange, ich weiß. Ich bin hartnäckig. Okay. Goods or die. Das sind berittene Einheiten sonst immer gewesen. Wird nicht anders sein, ja. Aber wir haben mehr als genug Leute. Für 50% vom ganzen Gold geht es anstatt 37 Tage, 34 Tage. Das lohnt sich doch nicht. Ja, nicht wirklich. Deswegen war ich auch zögerlich. Aber da wir ja ein Einkommen von über 700 Gold pro Tag hatten, zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir, das können wir ruhig ein bisschen machen. Angreifen. Weil je schneller das hochgeboostet ist, desto schneller bekommen wir mehr Ziegel und desto schneller können wir andere Sachen bauen. Das könnte sich also recht schnell rentieren. Nicht pro Tag, denke ich. Da muss ich gleich mal gucken, wie es jetzt wirklich ist mit dem Einkommen. Die stehen aber noch rum. Genau, folgt mir. Das ist gut. Ich bin die Ablenkung. Wirklich gut kämpfen kann ich noch nicht. Ja, lauf ins Speer rein. Das ist eine super Idee. Während die Truppen die Schlacht zu Ende schlagen, bin ich kurz mal nach der Kleinen gucken. Die müsste jetzt eigentlich schon schlafen. Achso, ihr habt jetzt ein, zwei Minuten lang durchgehend Siegesgeschrei gehört. Gibt Schlimmeres, ne? So, Gefangene kommen alle mit. Ich hab Ton an, ne? Ja. Ob man jetzt alles, was die Karawane hatte, bekommt, das ist eine gute Frage. Gucken wir mal.
Bisher hatte sie... zwei Schweine. Ein Werkzeug, ein Fuhr, ein Kopf. Nee. Nee, bestimmt nicht. Und schläft schon? Nee, schläft nicht. Aber sie hat brav Licht aus und liegt im Bett. Ist alles gut. Schau dein Gold. Okay, dann hat sie wohl gerade ihre Sachen verkauft. Sehr gut. Ich sollte wieder Richtung zurück. Ja. Und alles, also erstmal die 1000 Gold für die Gefangenen, dann nochmal oben drauf. Smelt. Dann brauchen wir wieder Kohle. Kohle. 26. Und einschmelzen. Ja, das war's schon wieder. Heiraten und Kinder kriegen. Wenig. Hab ich alles schon. Achso, handeln noch. Essen behalten. Mikro ein bisschen anders hinstellen, damit jemand drumherum gucken muss. Eisenerz und Charcoal auf jeden Fall behalten. Rest ist... Oh, die Handschuhe sind ganz gut, 16. Nein. Doch nicht so gut, wie ich dachte. Nö. Okay, dann kann das weg. Ragemann sagt, mit höherem Clan-Level, die zwei Gruppensache, steuert man tatsächlich zwei Armeen auf der Karte? So weit bin ich noch nicht gekommen. Nicht wirklich. Ich bin auch ein wenig enttäuscht. Da sieht doch schon besser aus mit 8000 Gold. Ich habe jetzt eine zweite Armee gegründet. Also eine zweite Truppe gegründet. Das ist hier, Party, die Party. Das heißt, sie läuft jetzt in der Nähe von Gersigos rum mit den 30 Mann, rekrutiert selbstständig Einheiten, greift selbstständig Banditen an und macht ihr Ding. Zwischendurch kann man dann sagen, ich will eine Armee gründen. Dafür kann man ja entweder Leute aus seinem eigenen Königreich dazu holen, also andere Vasallen dazu holen, dass sie mit einem zusammen kämpfen. Dafür braucht man halt Einfluss. Das ist der Wert da unten, der ganz schön hochgegangen ist bei mir. Ja, wir kriegen jetzt regelmäßig mehr Einfluss, weil wir ein Burgbesitzer sind und zwei Dörfer haben. Plötzlich. Ja, genau. Aber wenn wir jetzt unsere eigene Truppe holen würden, die würde halt keinen Einfluss kosten. Gut. Ab nach Hause. Oh, stopp, Truppen holen. Dann ab nach Hause. Miep. Wir können ein Dorf plündern. Aber ich sollte hier nicht plündern, weil er später vielleicht zu uns gehört. Und die Dorfbewohner merken sich das. Sea Raider. Oh, die teste ich doch nochmal an. Wegen den guten Ausrüstungsgegenständen aus dem ersten Teil. Ich weiß nicht, ob es hier auch schon wieder ist, aber man kann hoffen. Genau, gerade die Helme und die Kettenhemden haben die gedroppt. Ja, und die waren halt stepmäßig recht gut. Damit liefen alle meine Helden eine ganze Weile rum. Ragemann meint, ach so, das ist ein NPC-Armeeführer, der dann wie bei den Armeen anschließend Ding auch dem König folgt. Genau. Ist halt einer von meinen Companions, den kann man frei auswählen und der macht das dann. Sind die Sea Raider Hideouts nun crash-proof? Ich hatte bisher keinen Crash, ich habe noch keinen Sea Raider Hideout angegriffen. Ich hatte nur keine Crashes bisher bei den normalen Hideouts, also den Forest Bandits und so. Apollo fragt, wo kann man die Sea Raider gut jagen? Früher und auch jetzt anscheinend im kalten Gebiet. Also im Norden an der Küste. Und ja, Gefangene. Kann mit. Zeig mal deinen Loot.
Ja, hat sich nicht geändert. Also ich kann auf jeden Fall die Sea Raider empfehlen. Mal eben so ein 22er Helm, den muss man normalerweise gut bezahlen. Sofort ein Upgrade für sie. Und sofort ein Upgrade für sie. Und der Rest kann... Schon wieder Kamele. Die Packkamele müssen sie unbedingt fixen. Die Kamele wären nicht sehr glücklich hier oben im Norden. So. Truppenaufstieg. Ist momentan noch ein bisschen ramschig. Aber es ist halt so. Ich stufe einfach all... Oh, zum Aufstufen bräuchten wir Warhorses. Die muss ich dann wohl auch regelmäßig kaufen, hm? Kamen die Kamele nicht eher aus einer kalten Region? Willst du mir sagen, das sind Schneekamele? Kamele sind kälteresistent. Ach stimmt, weil es in der Wüste nachts so richtig kalt wird. Das heißt, die könnten einfach so durch eine Eistundra tingeln. Das ist aber ein sehr komischer Anblick. Okay. Kamele sind recht anpassungsfähig. Warum laufen denn hier keine Kamele rum? Wollen dem Bildungsauftrag nachkommen? Wow, hier ist gut was los. Oh, ich darf wieder mitkämpfen. Und gleich wieder umkippen, weil ich nur 10% AP habe. Kämpfe gegen 18 Looter, da kann die Kavallerie das ruhig alleine erledigen. Gibt Befehle, habe ich. Einfach Charge, da ist nichts zu beachten. Drei. Okay, nur Looter, aber trotzdem. Braucht mein Ego gerade. Die letzten Schlachten sind nicht wirklich sehr gut verlaufen. Also die Schlachten selber schon, aber wie Ashton sich geschlagen hat, nicht. Der Konsens im Chat ist, dass Kamele hier oben nicht rumlaufen wegen unseren Raubtieren. Mitkommen. Ja, da ist. Wow. 42, 51, 55 Sea Raider sind da im Hideout. Ja, die machen ja bestimmt Probleme. Regelmäßig die Dorfbevölkerung und so. Da kommen gerade Villager. Ja, 19 Troops. Gut. Alles mit. Wir müssen die gesamte Umgebung jetzt hier frei halten von irgendwelchen Banditen, Weglagern oder ähnlichem. Damit die Dorfbewohner durchgehen können, dann haben wir hohe Einnahmen. Weiter. Ich gucke mir die Loot gar nicht erst an, weil Looter können nichts Ordentliches dabei haben. Da.
Die Villager sind aber 20. Die sollten nicht von so ganz kleinen Banditen angefallen werden können. Das ist schon mal gut. Und die nächste Stadt ist sehr nah dran. Das macht es noch einfacher. Weil die Stadt selber hat ja auch Verteidigungstruppen, die patrouillieren. Gründe doch mal eine Armee. Kann ich gleich machen, ja. Wobei ich bei Mu mitbekommen habe, dass Armeen sehr langsam sind und man dann gar keine Banditen mehr erwischt. Achso, eine Armee mit unserer eigenen zweiten Truppe konnte ich nicht gründen, weil sie nicht genug Einheiten hatte. Aber den Hideout, stimmt, Osiman, jetzt hast du vollkommen recht. Das heißt, wir machen mal hier Schrei. Ich hätte gern meine Leute. In knapp 3 Tagen sind sie da. Kommen die dann hier hin oder kommen die dahin, wo ich gerade bin? Ich hoffe, die kommen dahin, wo ich gerade bin. Manage Garrison. Das heißt, ich kann jetzt aber auch gute Einheiten von hier abholen, ne? Fladian Crossbowmen. Nimm mal mit. Wobei die Crossbowmen eigentlich gerade hier bleiben sollten wegen Runterschießen, ne? Kavallerie haben sie gar nicht, ne? Die wäre hier nämlich sinnlos in der Garnison. Oh, ich habe schon wieder zu viele. Ja, dann lass doch. Die hier. Jetzt bin ich am Cap. Kaff in der Garnison? Fragezeichen. Ja, deswegen. Also man könnte theoretisch Kavalleristen abstellen in der Garnison. Aber die würden mit den Pferden halt nichts anstellen können. Und zu Fuß sind sie nicht so gut drauf. Es könnte aber sein, dass die KI einfach, als sie die Burg generiert hat, zufällig Einheiten reingestopft hat. Da hätte ich sie halt rausgeholt aus der Burg, damit wir sie effektiver nutzen könnten. Ja, so. Kavallerie ganz oben. Nö, hier sind keine. Da ist jedenfalls nirgendwo ein Pferdsymbol. Ach so, und die Bogenschützen müssen... Ist jetzt nicht wichtig, aber für später ist das wichtig, wenn sie es beibehalten haben. Die Einheiten, die oben sind, sowohl in der Garnison als auch bei unseren Leuten, die werden auch zuerst ausgewählt auf dem Schlachtfeld. Das heißt, wenn später die Truppen begrenzt sind, weil nur 500 auf dem Feld sein können oder wie viel auch immer, dann werden halt die oberen genommen. Deswegen habe ich zum Beispiel immer die eigenen Companions oben drin, im Idealfall, jetzt gerade nicht, weil die eine ist Gouverneurin, die andere hat eine eigene Truppe. Und dann hier eigentlich Kavallerie. Und dann erst Infanterie und dann erst Bogenschützen, je nachdem, was man halt gerade macht. Bei einer Belagerung oder Verteidigung natürlich dann gleich die Bogenschützen nach oben, weil die am wichtigsten sind. Bogenschützen, Infanterie und dann Kavallerie. Naja, aber du willst eventuell so 30 Kaff einen Ausbruch machen, wenn der Gegner 300 Leute da hat. Ich glaube, die haben einfach keine Pferde, wenn sie verteidigen. Das heißt, wenn ich mit 300 Kavalleristen Ausbruch machen würde, würden sie zu Fuß ganz langsam rausstiefeln, weil sie eine viel zu schwere Rüstung haben und nicht schnell laufen können. So war es zumindest im ersten Teil. Hier habe ich in den Streams von Mu bis jetzt auch noch keine Kavalleristen in der Burg gesehen. Ah doch, AT meint, bei Mu waren die in der Festung mit Pferden. Okay, dann habe ich das falsch geguckt. So, jetzt aber genug hier gemacht. Ich musste dafür bezahlen. Achso, für das Aufstufen. Okay. Dann bleiben wir kurz hier zum Heilen. Pause. Gucken, dass hier ja keiner überfallen wird. C-Raider.
Und ich schmunzle gerade, weil im Chat meinte Ragiman, einen Gerugon, den ersten, den zweiten brauchen wir. Ja, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Leute mit einer Zahl zu versehen, wenn das Spiel automatisch Zahlen vergibt. Surrender or die. Da würde ich gerne mitmachen. C-Raider können garstig sein. Und dann im Dorf schauen, wie weit die schon sind. Habe ich beim Dorf das gemacht oder war es bei der Burg, die ausbauten? Wie bitte? Order of Battle, Commander. Achso, weil wir jetzt eine Armee sind und keine... Okay. Infantry! Onward! Footmen! Move! Bowmen! Get moving! Soldiers! Forward! Genau, erstmal reinhalten. Die Stimme von Ash ist zu gut, ja, finde ich auch. Kavallerie kommt. Ich hätte eigentlich gedacht, sie kommen weiter von da rein, die Kavalleristen. Oh, Seth, you wanna subscribe? Dankeschön. Also da drinnen irgendwo lebt noch was hier, aber da gehe ich mit dem Pferd nicht rein. We whip the bastards. Kein Ver- noch zwei Verluste, ist okay. Oh, 12 Gefangene, sogar hochstufige Gefangene. Sehr schön. Und Ragiman hat Lafla eine Subscription geschenkt. Dankeschön. Und Handsome hat auch noch subscribed. Das läuft heute super. Dann. So, wo ist jetzt meine Verstärkung? Sollte gleich. Cohesion. Ach, wenn das auf 0 fällt, dann zerfällt die Armee, ja? Zumindest war das so bei dem König vorhin. Da wurde die Armee auch aufgelöst, weil keine Cohesion mehr da war, also kein Zusammenhang. Nö, 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 nö. Die sind auf dem Weg. Irgendwo. Kann ich... Warum sehe ich ihren Kopf nicht auf der Karte? Das ist schade. Also von den Extra-Truppen, die wir haben. Na gut, ich guck mal kurz zum Dorf und zu der Burg. Ob ich hier irgendwas im Auftrag gegeben habe. Nee, bei dem Dorf konnte ich gar nichts machen. Also wir können Quests erfüllen, das sollte ich auch bei Zeiten machen. 31 schreibt, Gerugon will den Kopf seines Vasallen haben. Ja, so fängt's an. Byproducts. Aber wir haben noch genug Essen. Unser Dorf hat 1000 Gold. Wenn wir unserem Dorf... Ich lock mal kurz ein, zwei Sachen zum Einschmelzen später. Wenn ich unserem Dorf jetzt ein, zwei andere Sachen verkaufe... Geht deren Gold runter. Ist das jetzt gut für uns oder nicht? Was? Sie nehmen Gold vom Lehnsherrn? Ja, irgendwie müssen die auch von leben, ne? Also man könnte bestimmt auch irgendwas von denen erzwingen, aber dann mögen die bestimmt eigentlich. Ich weiß nicht, ob das gut für die ist. Die haben nur zwei Werte hier oben. Militia und Hearth. Das Bevölkerung. Gucken wir mal, was bei dem. Geh weg.
Hauttruppen rekrutieren. Hier können wir schon gleich hochstufigere Leute holen. Das ist super. Ja, ich weiß. Wir sind überfüllt. Manage Garrison. Ich stopfe jetzt mal die Low-Level-Leute da rein und hoffe, dass sie trainiert werden. So, die können ich noch vorher aufstufen. Einer ist jetzt auf dem Weg. Ja, es ging schnell. Dann. Lief. Okay, jetzt haben wir nicht mehr ganz so viele Leute, aber ich hole jetzt einfach regelmäßig aus den beiden Dörfern die Einheiten. Sobald die Armee gleich vollständig ist und wir das mit dem Hideout gemacht haben, danach mache ich auch die Quests. Aber ich würde jetzt ungern eine Quest vorher annehmen, wenn wir dann irgendwo ganz anders hin müssen, um die zu erfüllen oder, ne? So. Ich verkaufe den einfach Krams. Ihr habt ein paar Roben. Wollt ihr nicht unbedingt Roben haben? Bitteschön. Jetzt hätte ich doch schon ziemlich gerne meine Armee bald hier. Engaging Mirren's Party. Was machst du? Distance ist irgendwas in komischen Buchstaben, die ich nicht erkennen kann. Near Omor. Track Omor. Ach, hier unten. Also sie ist schon ziemlich nah dran. Ganz viele Armies. Wurde die besiegt? Gefangen? Nö. Patrolling around Ovor. Irgendwie. Also werde ich belagert. Das ist nicht so schön. Ich hätte noch ganz gerne mehr Leute. Die sind jetzt in 2 Tagen da, aber das könnte reichen für die Belagerung. AT fragt, darf ich einen Clip posten? Du kannst alles posten. Auch Links sind erlaubt. Ich bin hier recht entspannt, was Chatregeln angeht. Dann ruf um Hilfe. Wie rufe ich um Hilfe? Das, was ich gerade tue? Die Mod, die gerade erwähnt wird, mit alles auf Deutsch übersetzen. Meine Bedenken sind, dass dann Achievements deaktiviert werden. Gibt es Achievements überhaupt? Kostet 72, haben wir. So. 462. Im Early Access gibt es gerade noch keine Achievements. Ja, okay, dann kann ich den Mod draufpacken. Wait, hier. Join Defense. Die Zeit läuft gerade weiter. Also die müssen jetzt ja auch erstmal genau die ganzen Sachen da aufbauen, das dauert ewig. Wir könnten Parley machen, also reden. Baukatapult, was? Ich kann von innen keine Katapulte bauen. Oder?
Ballisten. Doch, kann ich. Wo, wie, was? Wie denn? Ich sehe kein neues Gedöns. Die Zeichen. Eins wird schon gebaut. Das da? Ah, okay. Und ich kann nur eins zur Zeit bauen. Die Zeichen auf dem Boden. Ja, dachte ich auch, aber ich kann da nicht draufdrücken oder so. Vielleicht, weil ich einen Gouverneur für das Schloss schon festgestellt habe. Und die macht das denn? Also ich habe quasi das Schloss bekommen, habe sofort alle Pflichten, die ich habe, delegiert an jemand anderen. Gucken wir mal. So, wir können Ausbruch machen, das will ich nicht. Was ist Sally out? Ist es fliehen? Das will ich auch nicht. Ich lasse einfach das Spiel weiterlaufen. Ganz normal, kann ruhig schneller. Okay, jetzt wurde unsere eine Truppe gefangen genommen. So, wir haben eine Ballista. Und das nächste wird gleich gebaut. Ja, ist gut. Da kommen noch mehr Truppen, die sich aber nicht rantrauen. Und wie helfen die dann, wenn sie sich nicht rantrauen? Wenn die Belagerung losgeht, trauen sie sich aber ran, oder? Ach, Tüffel, geh doch hier hinten rum. Stopp. Pause. Die gewinnen, oder? Die machen eine Feldschlacht. Auswahl. Ja, nee. Nee. Die Armee ist aufgelöst. Disband. Jo. Vielen Dank für die Ablenkung. Aber ich hätte mit meinen 50 Leuten keine 200 besiegt. Oh, ich darf abstimmen. Do you want to resolve owner of Velron Castle decision? Okay. Ich will abstain. Your relationship with Charzon will decrease. Oh, ich muss einen von denen auswählen. Wenn ich keinen auswähle, mögen mich alle nicht. Relation ist überall null. Der da sieht sympathisch aus. Wir können das Ganze noch boosten mit Faction. Keine Weibchen zur Auswahl. Nee, ich denke, es wird nicht so viele Frauen geben in Vasallenpositionen. 12.800. Ja, ich habe genug Gold momentan wieder. Einfluss aber nicht besonders viel, weil ich gerade die Leute zur Hilfe gerufen habe. Was ist die Zahl da unten? Achso, wie viel Prozent sie haben von den Stimmen. Also wahrscheinlich bekommt er das Schloss. Godun, der gewinnt und mag dich dann. Warum ist es relevant, ob er gewinnt oder nicht? Vielleicht für den Stimmen, der gewinnt, weil der dann mehr Macht hat? Das macht Sinn, ja. Hackert, weil du ihm dann gerade hilfst, damit er über die... Nee, ich glaube, meine Punkte machen da nichts. Oh. Da müsst ihr aber 50 davon investieren. Okay. Dann mögen die anderen beiden mich aber richtig nicht. Also warum er mich nicht mag, kann ich nicht verstehen. Weil egal, ob ich für ihn gestimmt hätte oder nicht, es hätte keinen Unterschied gemacht. Bei ihm kann ich es nachvollziehen, weil er jetzt wegen uns das Ganze verliert. Ah.
Und einer mag uns mehr, zwei mögen uns weniger. Das heißt, je mehr Schlösser vergeben werden, desto mehr andere Vasallen mögen uns nicht. Und Laiko sagt, der König entscheidet, Ausrufezeichen. Also ist das nur so ein hier, das ist unsere Meinung, willst du das? Ja, nein. Und der König sagt dann Daumen hoch, Daumen runter. Na gut, machen wir es einfach mal. Okay. Wir verlieren 4 bei dem einen, wir verlieren 4 bei dem anderen, wir kriegen 9 bei dem anderen, also es ist netto 1 plus. Das ist okay. Damit kann ich leben. Wir sollten es bekommen. Wir haben keinen Einfluss. Ja, nee, das kann ich gerade nicht. Escape. Return to game. Du hast sogar jeweils um 2 verloren. Nee, der stand, er hatte 2 und er ist auf minus 2 runter, oder? Dann wären es 4. Verliert man was, wenn man nicht wählt? Ich glaube, wenn man nicht wählt... Oh, Laflamme, ich hätte gelesen, um 2 auf minus 2. Ach, das ist natürlich noch besser, ja. Das wäre gut. Und Arti fragt, verliert man was, wenn man nicht wählt? Ich denke, da stand Auto-Resolve. Also, dass es dann automatisch nach 24 Stunden für uns jemanden wählt. Und dann würden wir trotzdem noch die Abzüge bekommen. Aber das müssen wir gucken. So. Wir haben jetzt alle unsere Truppen hier drin. Die anderen Armeen interessieren mich gerade nicht wirklich. Garrison sind 45. Ah, das ist nicht besonders viel. Ich stopfe mal jetzt alles oder einen Großteil in die Garrison rein. Und bleibe primär bei meinen Kavalleristen. Genau, 13 Berittene plus die 3 Mädels sind wir bei 16 Berittenen. Damit können wir die kleineren Truppen alle über den Haufen laufen. Und je mehr Einheiten in der Garnison sind, desto unschmackhafter machen wir auch die Burg zum Angreifen, denke ich. Deswegen wurden wir auch gleich angegriffen, nachdem wir die Burg übernommen haben. Weil alle anderen Burgen haben 100, 200 Mann drin und wenn der Feind dann sieht, oh, da ist einer mit nur 50, dann ist klar, dass sie die angreifen. Oh, wir haben sogar noch mehr Reiter. Ja, sehr schön. So, wir haben nur noch 20 Mann. Dafür sind jetzt 94 in der Garnison. So, und wir brauchen jetzt unbedingt Truppen. Wir sind Vlandia. Vlandia Knight Squire. Wie an die Semi-Profis da draußen, die das Spiel schon länger spielen als ich. Wie kriege ich die? Das sind Nobel-Einheiten, richtig? Also aus Schlössern. Hold left shift to transfer 5, stand da gerade im Tooltip. Oh, Osul, danke für Tooltips vorlesen. Das habe ich übersehen, ja. Und gute Nacht, Dildappel, falls du noch da warst. Also die hier hätte ich sehr gerne. Sonst... Ja, also Vladian Recruits brauchen wir und dann Vladian Footmans. Das Problem ist, wir sind anscheinend nicht mehr im Vladian Gebiet. Wenn ich jetzt hier Leute rekrutiere... Wo ist überhaupt Norden? Da ist Norden, so. Wenn ich hier Leute rekrutiere, sind das keine Vladier, sondern andere. Achso, ich musste noch manage. Nicht manage Garrison, sondern manage. Manage Castle. So, wir sind noch. In 7 Tagen ist es fertig. Sehr gut, sehr gut. Heißt, das Gold hat sich doch rentiert, weil es immer noch Gold über. Also anscheinend hält es doch länger als nur einen Tag für 500 Gold. Ich werfe nochmal Gold rein.
1000 Gold und schlafe jetzt einen Tag hier. Wir haben jetzt den 14. Oh, stopp, die muss ich noch töten. Damit es hier, ne, ordentlicher ist für meine Leute. Das ist ein Feind. Surrender or die, jo. Und ich habe jetzt nur Kavallerie dabei. Das ist sehr schick. Das heißt, ich kann einfach mal am Anfang gleich Charge machen und alle stürmen sofort los. Und ja, es sind 20 gegen 17, aber es sind 20 Mann auf Pferden mit Lanzen und der Rüstung gegen 17 nackte Männer. Es ist nicht ganz so ausgeglichen, würde ich sagen. Eins. Das war kein Tod. Oh. Heugabeln. Heugabeln sind böse. Kopftreffer, aber kein Kill. Das war ein Kill. Das war ein Abstauber. Das war, glaube ich, auch ein Kill. Das auch. Ich bin schon mal 3 oder 4. Problem bei solchen Speersachen ist auch, die machen selber nicht so viel Schaden. Aber ich reite ja doch häufig recht schnell. Und dann ist meine eigene Wucht mein Feind. Weil ich mich selber quasi in seine Gabel da reinspieß. Ja, ich spiele realistisch. Alle drei. Warum hast du denn keine Heugabel, wenn die so gut ist? Ein Speer könnte ich nehmen, ja. Ein Speer ist so eigentlich die Standardwaffe von einem Berittenen. Ich wollte ja eigentlich mit einem Bogen mehr machen. Aber da brauche ich erst noch ein, zwei mehr Level. Also jetzt könnte ich ein bisschen skillen. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Ja, und es ist nicht gut, weil man, glaube ich, eine Heugabel nicht auf dem Pferd benutzen kann. Aber eine Lanze oder ein Speer ginge halt. Nein, ich muss... wir müssen unbedingt in die Stadt und... gefangen loswerden. Omoa. Auf nach Omoa. Ja, unser Dorf wird angegriffen. Ja, ich hoffe, ich schaffe das schnell genug rüber. Ja, ich würde gerne alle mitnehmen, die ich kann. Ich nehme jetzt nur die besten Leute. Und dann schauen wir mal, ob wir schnell genug daheim kommen können. Aber so ein Dorf plündern dauert, glaube ich, 2 Tage. Ich kann noch ein paar, ne? Ein Helden, ein Vieren, was auch immer ein Vieren ist. Hier ist noch ein guter. Eine Sortierfunktion hier wäre super. Also nach Truppentyp sortieren, also Bogenschütze, Infanterie und so weiter. Und nach Tier vielleicht auch noch. Also Shift, 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 Left, Shift. Ja, dankeschön. Sieben noch. Plus 1. Okay, warte, dann muss einer wieder raus. Ein Watchman kann raus. So, jetzt greifen wir mit 74 Mann. 73 Mann. Die 87 da hinten an. Was war das gerade? Help off. Wir helfen denen und die haben keine Truppen? Nee. Okay. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht gut enden. Footman! Move! Infantry! Off your horses! Soldiers! Forward!
Also Kavallerie ist nicht mehr auf dem Pferd. Kavallerie und Infanterie greift an. Archer bleiben hier hinten, schießen einfach rein, wenn sie Ziele sehen, die für sie gut sind. Und danke Quarz für den Witz. Ich halte jetzt auch eine von der Seite rein. Jupp, ich mach Schaden. Ich kill nichts, aber ich mach Schaden. Und aufpassen, dass mich keiner erwischt. Boah, das wird sowas von nix. Guck mal, wie viele da hinten rumbügeln. Ziehen sich mal wieder zurück. Ich will an deren Stelle hier angreifen. Ja, die sind tierisch im Vorteil. Keine Ahnung, ob sie zurückziehen. Kommt mal alle zurück. Ach, zersäbel uns deswegen. Test ist frei. Warum ist das Spiel eigentlich unten und oben abgeschnitten im Stream? Ist es nicht? Keine Ahnung, was bei deinem